Ja, ich habe auch in Mannheim studiert, habe angefangen nach der Banklehre 88, bin dann 90 wieder weg und zwar mit einem Stipendium nach USA, habe ein MBA gemacht an der University of Texas und bin dann nicht mehr zurück. Als ich hier war, ich habe es wirklich genossen, mir hat es richtig Spaß gemacht, ich habe meinen Schnauzer stehen lassen, konnte mich voll auf Studium konzentrieren und habe es aber auch ein bisschen perfekter für mich, also war auch ein paar Nachteile damals, kein Internet, nichts, alles Papier, keine E-Mail. Und als ich nach USA kam, war ich echt begeistert von der Infrastruktur, wir konnten Online-Artikel recherchieren. Bin dann gleich ganz da geblieben, habe einen Bild im Artikel gemacht. Und habe 92 einen Leserbrief geschrieben über den Vorteil von Studiengebühren. Der wurde in der FAZ veröffentlicht. Ich bin stolz, habe von mir was in der FAZ gelesen. Und bin seitdem echt ein Fan von Studiengebühren. Und damit, ich mache unser ganz am Anfang ein provokantes Statement und frage, wer glaubt, dass die Studiengebühren zu niedrig sind jetzt aktuell? Ja, ich glaube es. Ja, ich bin der Einzige hier. Und ich sage an dieser Stelle. Und ich gebe Ihnen jetzt mal einen Referenzwert und nicht die Studien in den USA, sondern ich frage Sie, was kostet ein staatlicher Kindergartenplatz? Ganz normal. In Bad Godesberg, aber der ist überall gleich. In der höchsten Einkommensklasse. Und die höchste Einkommensklasse fängt bei 62.000 Euro an. Und da sind einige von Ihnen, die richtig gut sind, sofort nach dem Studium. Bei 62.000 Euro und die meisten dann nach ein paar Jahren. Was glauben Sie, was kostet der? Staatliche Kindergarten, also ein Kind, ganz normal. Nichts extra. Also ganz normal. 100 Euro im Monat. Ja, nicht schlecht. Zu wenig. 3.000 Euro, ja. Dreimal so viel, wie Sie an Studiengebühren zahlen. Und deswegen glaube ich, dass die Studiengebühren noch viel zu niedrig sind. Werden Sie nicht vergessen? Ich hoffe, Sie werden den Vertrag noch nicht vergessen. 3.000 Euro, ja. Ganz normal. Höchste Einkommensklasse. Und da sind viele von Ihnen sehr schnell. Halt der Gründerfonds, ganz kurz. Was sind wir, was machen wir? Uns gibt es seit 4 Jahren. Wir sind entstanden aus einer Initiative, die der Kanzler Schröder damals noch 2004 gestartet hat. Da geht es um das Thema Innovation. Ganz wichtig. Wir können schlecht über Cost Advantage im politischen Sinne, sondern über Differenzierung, Leistungsdifferenzierung uns im Wettbewerb halten als Land, als Deutschland. Und da spielen Innovationen eine wesentliche Rolle. Und es gibt ungefähr eine Zahl, die nicht wirklich verifiziert ist, die erzähle ich aber immer, die stimmt auch ungefähr. Wir geben im Jahr 12 Milliarden aus für Technologieförderung in Deutschland auf Bundes- und Landesebene. Und das meiste kommt natürlich an, auch bei Mittelständlern und großen Konzernen. Nur, man hat eben festgestellt, es kommt ganz wenig an bei Startups. Und im Jahr 2004, 2005 wurden 16 Hightech-Unternehmen finanziert von institutionellen Investoren. Ja, das macht ungefähr 750 Millionen Förderung pro. Ja, stimmt natürlich nicht ganz der Vergleich. 16. In Finnland werden 30 finanziert. Wurden damals 30 finanziert. Nein, gab es eine Arbeitsgruppe, die hat gesagt, da müssen wir was machen. Ja, und das Ergebnis dieser Arbeitsgruppe ist der Hightech-Gründerfonds. Wir sind eben entstanden. Und wir sind entstanden im August 2005, also jetzt gut 4 Jahre, und haben Fondsvolumen von 272 Millionen. Ganz groß. Wir fokussieren uns darauf, Eigenkapital in junge Technologie, Hightech-Unternehmen zu investieren. Unsere Investoren sind der Bund, BMWi Wirtschaft, also Ministerium für Wirtschaft, die KfW, BMWi mit 240 Millionen, KfW mit 15 und 6 Industrieunternehmen, hier auch die BASF von der anderen Flussseite, mit insgesamt 17 Millionen. Also eine sehr öffentliche Veranstaltung, 6% privates Geld. Wir ticken allerdings eher andersrum, also wir ticken eher über 94% privates Geld hätten. Und gehen da recht sportlich ran, versuchen einen guten Job zu machen, sind konstruiert wie ein normaler VC-Fonds mit einer Investitions- und Deinvestitionsphase und investieren eben in junge Unternehmen, sind immer der Lead-Investor, also oft der einzige und immer der führende Investor, der sich um das Unternehmen kümmert. Und ein ganz wesentlicher Punkt, komme ich gleich dazu, ist, dass wir nicht nur Geld geben, sondern auch wirklich Nutzen stiften wollen. Wir wollen dem Unternehmen echt inhaltlich helfen, erfolgreich zu werden. Das ist auch notwendig, weil in der ganz frühen Phase ist es eben so, dass die Gründer sehr viel Hilfe brauchen. Und circa ein Drittel unserer Geschäftsportfolio sind Berufsanfänger, oft schon Anfang 30. Führende Experten in ihrem Technologiefeld, aber halt noch nie Unternehmen von innen gesehen. Und die brauchen Hilfe, ganz klar. Da komme ich auch nachher nochmal dazu. Ganz wesentlich.
Nochmal, was sind wir? Sind wir ein Venture Capitalist oder sind wir ein Förderprogramm? Und im Grunde sind wir beides. Wir agieren wie ein Venture Capitalist. Wir geben Geld, nehmen Anteile, wollen, dass die Anteile sich im Wert gut entwickeln und wollen die auch irgendwann verkaufen. Und ganz am Ende, wenn wir erfolgreich sind, haben wir auch ein kleines Incentive. Das heißt, wenn wir unseren Investoren mehr Geld zurückgeben als zu erwarten, dann kriegen wir ein bisschen was davon ab. Ein bisschen was. Das ist schon ein geschlossener Fonds. Genau, das ist geschlossener Fonds, der ist geschlossen worden Ende 2006. Da haben wir nochmal drei weitere Industrieinvestoren gewinnen können nach dem First Closing. Und genau, der läuft eben 6 Jahre investieren wir, 7 Jahre können wir deinvestieren, läuft 13 Jahre. Und wir geben irgendwann unser Geld, hoffentlich möglichst viel, den Investoren wieder zurück. Wir können es nicht behalten, sind also keine Evergreen-Struktur. Wenn wir Unflüsse erzielen, dann müssen wir es den Investoren geben. Ja, ganz normal wie ein VC-Fonds. Praktisch keiner Unterschied. Und die meisten VC-Fonds haben übrigens auch sehr viel öffentliches Geld drin. Der typische deutsche VC-Fonds hat um die 40% öffentliches Geld. Weil es eben leider nicht so viel privates Geld in den Markt gibt. Wir sind aber auch ganz klar ein Förderprogramm. Der Bund sagt, wir wollen mit euch die junge Hightech-Szene fördern. Und der Hauptpunkt hier ist, dass wir sehr viele Beteiligungen machen. Wir wollen dieses Potenzial, was da vorhanden ist, tatsächlich entwickeln, loseisen und damit praktisch die Technologie und die Wertpotenziale, die da sind, umsetzen. Und das Ziel eben aus dem Fonds werden wir ca. 300 Beteiligungen insgesamt machen. Und unser Ziel ist pro Jahr 40 bis 50 und das haben wir in den letzten 4 Jahren auch geschafft. Wir haben, damit wir das schaffen, dieses hohe Volumen, haben wir standardisierte Konditionen. Das heißt, wir verhandeln keine Bewertung, sondern es ist immer gleich, ein Kamm über alles. Und das sieht eben so aus, dass wir 15% nehmen zu nominal am Stammkapital. Kaufen, also Stammkapital vielleicht 25.000 Euro, Kapitalerhöhung zahlen wir so 4.500 Euro und werden 15% Gesellschafter. Und das restliche Geld, 495.500 in dem Beispiel, geben wir dem Unternehmen als Wandeldarlehen. Und dieses Darlehen sieht aus wie ein Kredit. Und Besicherung ist aber nicht, ist nur eine Konstruktion, die uns hilft, diese 15% zu halten über 1-2 Runden. So, und manche kritisieren das, sagen, das ist aber kompliziert, das verstehe ich gar nicht. Der Hauptvorteil für die Gründer ist, wir nehmen nur 15% und nicht 50% für 500.000, wie es andere machen in dem Markt. Also viele Business Angels zum Beispiel, in der ganz frühen Gründungsphase, Internet-Startup, 500.000, 50%, wäre ich jetzt nicht überrascht, wenn das die Konditionen sind. Und da steckt eine Förderkomponente drin, weil wir nehmen nur 15 derzeit. Wollen aber dafür diese 15% 1-2 Runden lang halten und eben nicht verbessern, dann verbessern nur die Gründer. Wir gehen ganz bewusst für unsere Risiken ein und wir fokussieren uns auf deutsche Unternehmen, die jünger als ein Jahr sind. Value Add. Ganz wesentlicher Punkt, wir wollen uns auch echt daran messen lassen, was wir inhaltlich substanziell beitragen. Da gibt es 2 Pfeiler, wir haben ein Netzwerk von Coaches zum Berater, kleine Business Angels, vielleicht auch kleine Seedfonds, die uns helfen, Deals zu finden, die überall in Deutschland verteilt, die sind in Businessplanwettbewerben, Universitäten und die identifizieren solche Projekte und entwickeln die, bringen die zu uns und die helfen uns auch sehr stark in der Betreuung. Phase. Ab und zu investieren die auch manchmal so kleine Beträge, 20.000, 50.000 Euro und sind eben dann auch Gesellschafter, ist besser. Der Berater hat eher eine kurzfristige Perspektive, der Gesellschafter eher eine langfristige Perspektive, aber viele können das auch nicht. Die machen eine ganze Menge und ein ganz entscheidender Punkt, den die machen sollten, manchmal ist es schwer, das Erkennen von Stärken und Schwächen, vor allen Dingen im Management, weil wir eben, wie alle Investoren sagen, das Entscheidende am Ende ist eben das Team, was in der Lage ist, die Idee entweder umzusetzen oder zu erkennen, dass es keine gute Idee ist und dann was anderes zu machen und nicht das ganze Geld zu versenken. Wie wir gerade eben auch sehr gut gesehen haben. Und für die ist es schwierig, ich komme dann nachher auch nochmal dazu, das zu erkennen, weil die Unternehmen sind eben Auftraggeber für die Coaches. Und letztendlich sind die Coaches da sagen, hey, lieber Auftraggeber, du bist ganz toll, du gibst mir einen Auftrag, aber da gibt es ein paar Probleme bei dir in deiner Performance. Den Punkt greife ich bewusst raus, weil ich nachher nochmal darauf zurückkomme, es entscheiden eben in der Tat, und das sehen wir auch an den Ergebnissen, sind
eben die Gründer als Person, die Kompetenz behandeln und vor allem das Team. Wir als Heil der Gründerfonds machen auch eine Menge. Wir konzentrieren uns da auf ein paar Punkte. Wir sind sehr stark damit beschäftigt, andere Investoren zu gewinnen für unser Portfolio. Wir selber können nur 1 Million investieren pro Unternehmen. Und die allermeisten brauchen eben mehr Geld, also muss man folgerichtlich andere Investoren finden. Das machen wir sehr aktiv, auch erfolgreich, zeige ich gleich noch ein paar Zahlen. Wir sind eben sehr bemüht, um das Management zu ergänzen. Ergänzen, ganz wichtiger Punkt, nicht ersetzen, ergänzen. Und da haben wir schon über 50 Positionen besetzt im Portfolio. Ein Drittel selber, 2 Drittel mit einem Headhunter, mit dem wir sehr gut zusammenarbeiten. Das ist eben deswegen sehr wichtig, weil wir ganz bewusst nicht in vollständigen Teams investieren, sondern sagen, typischerweise zwei Ingenieure von der Hochschule, vom Forschungsinstitut, die sind gut, die brauchen aber irgendwann, na, vielleicht früher, vielleicht später, einen erfahrenen Manager, der schon mal große Vertriebserfolge erzielt hat, der mit Partnern verhandeln kann, der vielleicht Strategie übernimmt, entwickeln kann. Und unser Ansatz ist, dass wir den Gründern die Chance geben, sich selber dahin zu entwickeln. Es klappt auch in einigen Fällen. Wenn es aber nicht klappt, dann versuchen wir sehr schnell die richtige Ergänzung zu finden. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Value Add, der schon dazu geführt hat, dass die Unternehmen sich eben dann plötzlich gut entwickeln, wenn der richtige Mann, ist es meistens, dazu kommt. Strategieformulierung im Fokus, der Hornberger hat es erwähnt gehabt, die Gründer denken, wenn ich viel versuche, habe ich weniger Risiko, aber wenn eins nicht klappt, habe ich noch andere Sachen. Die Wahrheit ist, man hat mehr Risiko, weil man zu wenig Energie hinter jeder einzelnen Aktivität hat. Und da versuchen wir aktiv den Gründern im Dialog zu helfen, den richtigen Fokus zu finden. Und zwar echt den Fokus, nur eine Sache wirklich zu machen. Passende Kostenbasis, ein ganz wichtiges Thema. Die meisten Sachen dauern eben länger, bis sie sich umsetzen. Und es ist cleverer, weniger Geld auszugeben, um mehr Zeit zu haben. Wenn man zu schnell zu viel Geld ausgibt, dann hat man vielleicht das Pech, dass man keins mehr bekommt, kein Geld. Oder dass man die Nerven verliert, oder dass die Investoren die Nerven verlieren, dann hektisch hin und her rudern. Und unsere Erfahrung ist, lieber langsamer loslaufen, bis man merkt, man hat wirklich Traction im Markt bekommen und dann dosiert tatsächlich Gas zu geben. Noch aus dem Portfolio. Beispiel, wir kennen Sales Cycles von Unternehmen, die wir im Portfolio haben, mit vergleichbaren Produkten, vergleichbaren Industrien und wissen natürlich, wenn der Ist-Sales Cycle, also der Prozess von der Kundenansprache bis zum Geld auf dem Konto vielleicht noch, wenn der tatsächlich irgendwie 9 Monate ist, dann wird ein Businessplan, der einen Sales Cycle von 3 Monaten unterstellt, der wird sich nicht so rechnen. Ja. Der wird das Gründerteam viel mehr Geld brauchen. Und diesen Know-how versuchen wir zu erkennen und auch umzusetzen. Netzwerk, ein großes Netzwerk, sind sehr wichtig. Und versuchen da mit vielen zusammenzuarbeiten. Das ist der Gründerfonds. Und jetzt komme ich im zweiten Teil zu so ein paar Ergebnissen. Ich fange mal mit was richtig Negativem an. Wir haben 11 Insolvenzen aus unseren 162 Investments. Und was erstmal gut klingt, ist auch gut. Aber da kommen noch viel mehr. Wir rechnen mit ungefähr 100 Insolvenzen von unseren 300 Investments. Da kommen auch weniger, das wäre super. Und wir haben das analysiert. Und zwar einmal nach Auszahlungsstatus, also haben wir alles ausgezahlt. Also die 500 zahlen wir nicht auf einmal aus, sondern in Tranchen. Und in 7 Fällen haben wir alles ausgezahlt. Da hatten wir auch schon mit anderen Investoren in 3 Fällen eine Anschlussfinanzierung bekommen. Und die sind dann gescheitert. Und in vielen Fällen hatten wir noch gar nicht alles ausgezahlt. Das ist für uns ein wesentlicher Punkt. Wir haben ja diesen Fördergedanken. Das heißt aber nicht, dieser Fördergedanke, dass wir, wenn das Unternehmen schlecht läuft, denen noch mehr Geld geben. Im Gegenteil, wenn wir sehen, es läuft schlecht und es ist echt gescheitert, dann geben wir denen weniger Geld. Dann versuchen wir noch, das Geld zu retten. Und das ist ein sehr privatwirtschaftlicher Gedanke, den man eben nicht unbedingt für selbstverständlich findet in einer Institution, die ein öffentliches Geld hat. Das ist für uns echt ein wichtiger Punkt, dass wir nicht gutes Geld schlecht hinterherwerfen, wenn wir zu der Überzeugung kommen. Und da sind wir nicht selbstherrlich und autokratisch, sondern versuchen, wenn wir eben noch andere Investoren mit dabei haben, da einen Konsens zu finden. Und oft in einigen Fällen gelingt uns auch der Konsens mit den Gründern, die einfach sagen, okay,
okay, das ist einfach gescheitert, das macht keinen Sinn mehr, das restliche Geld zu verbrennen. Das ist die Insolvenz nach Aussagenstatus und eine zweite Sicht ist die Insolvenz nach Ursachen. Warum sind wir in Pleite gegangen? Und es ist ja spannend zu wissen, vielleicht kann man ja daraus lernen und dann bei neuen bisschen besser zu machen. In 7 Fällen, ich habe jeden einzelnen Fall angeschaut, war das Management, das Management war die Ursache dafür, weil die Ursache das kleine gegangen ist. So, und die 7 habe ich nochmal weiter aufgerüstet. In 2 Fällen lag Geld auf dem Tisch. Da haben Investoren gesagt, ich würde gerne investieren und lass uns einen Vertrag machen. Und in 2 Fällen haben die Gründer so lange miteinander gestritten und auch mit den Investoren gestritten, dass es dann doch pleite ging. Und es waren keine Situationen, wo das Geld auf dem Tisch lag, zu unverschämten Konditionen und mit ganz vielen Sachen. Überhaupt nicht. Sondern es war am Ende, das Management war nicht in der Lage, sich mit sich selber zu einigen und dann diesen Prozess, das Geld zu nehmen, zu vollenden. Und das ist wirklich sehr schwierig. In 3 Fällen waren die Kosten so derart außer Kontrolle, dass es einfach, dass es einfach kaputt ging und wir auch überhaupt nicht wollten, uns auch nicht gegangen wäre, aber wir es auch nicht wollten, diese Unternehmen den Investoren vorzustellen. Ich sage Ihnen ein Beispiel von Kosten außer Kontrolle, oder vielleicht 2, ich kann ganz viele nennen, aber so plakative Beispiele. Gründer von der Hochschule, auch also mit wenig Erfahrung, gehen in München ins P1, die Noble Disco, und trinken für 1200 Euro Wodka. Und das ist natürlich immer die Spitze des Eisbergs, wenn man genau reinschaut, dann ist es einfach das Tolle. Oder Softwareunternehmen, die in Bremen, also 10 Leute, Büro 700 Quadratmeter. Das sind 70 Quadratmeter pro Person. Ja, also das ist größer als meine ganze Wohnung mit meiner Frau. Also, und da gibt es viele Punkte, Leute, die finde ich einfach komplett in Bezug und gehen zu den Ausgaben, da ist ja unendlich viel. Und dann ist es einfach nicht mehr zu retten, es ist nur zu letzten. Und in 2 Fällen waren die dann das war unfähig und In 3 Fällen ist die Technologieentwicklung gescheitert, ein Biotech-Thema und ein Maschinenbau-Thema. Es ist einfach die Richtung nicht wirklich gangbar gewesen. Und es wird in einem Fall war die Marktkanzler. Und jetzt kommt der Punkt. In keinem einzigen Fall ist die Anschlussfinanzierung gescheitert. Das heißt, in keinem Fall war es so, dass wir ein Unternehmen anfinanziert haben, was sich einigermaßen gut entwickelt hat und dann keine Investoren mehr gefunden hat. Und das ist empirisch auf unserem Folio. Und die Aussage, es gibt kein Geld in Deutschland, die stimmt natürlich schon auch ein bisschen. Aber es ist nicht so, dass wir deswegen ganz viel Insolvenz nehmen. Und es ist schon so, dass man, wenn man es einigermaßen richtig macht, ein vernünftiges Thema hat, gut unterwegs ist und sich natürlich zu sehr streitet, dass man dann auch noch mehr Geld hat. Das würde ich Ihnen gerne, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil alle erzählen immer, es gibt kein Geld und weil es eh alle sagen, ist es auch agreed und dann sagen es alle anderen auch noch, das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Und bei Frau, Sie haben eine Frage, glaube ich, irgendwo war eine Frage. Ja, ich hatte eine Frage gehabt, wenn Sie dem in 2 Fällen die Management Unfähigkeit unterstellen, also Sie, hätte man auch vorher auch bemerken können, oder? Ja, haben wir auch gemerkt. Also, stimmt, aber um es vorher wirklich zu merken, muss man schon sehr, also wir versuchen schon vorher in der Due Diligence, die so 3-4 Monate dauern, die Gründer zu verstehen und zum Beispiel ganz einfache Dinge, man stellt eine Frage per E-Mail, wenn dann eine Antwort nach 2 Wochen kommt, dann sagen wir den Fall ab. Also in aller Regel, also mittlerweile erwarten wir spätestens am nächsten Tag, also kommt auch an, wie komplizierter die Frage nach ist, aber am nächsten Tag erwarten wir eine Antwort. Wenn die Gründer nicht in der Lage sind, schnell zu sein, Sie hatten erwähnt, dass Sie eine intensive Betreuung geben möchten, hands-on, und danach hatten Sie erwähnt, dass das hauptsächlich gemacht wird durch Business Angels, die dem Fonds nahestehen, oder diese Menschen. Was konkret ist denn
Was konkret macht denn Hightech Gründerfonds selbst an Hands-on dort? Wir sind sehr, sehr hands-on bei der Ansprache und dem Gewinn von weiteren Investoren für unser Portfolio-Unternehmen. Und alles, was damit zusammenhängt, deshalb, das betrifft die Präsentation, das betrifft die Folien, die eigentliche Präsentation, wir üben mit denen die Präsentation. Wir richten das Unternehmen richtig aus, sodass es finanzierungsfähig ist. Und die Punkte, die darunter gehören, wurde dazu. Wenn wir erkennen, es gibt ein Gründerteam, was nicht finanzierungsfähig ist, was auch zählt, dann versuchen wir da sehr aktiv die richtigen Punkte zu lösen. Eben diese Punkte, darauf konzentrieren wir uns. Die Coaches, in welcher Beziehung stehen die zu Gründerfonds? Die Coaches werden kurz akkreditiert, vorgefiltert. Nicht jeder. Und beim Auftrag werden die aber von den Unternehmen. Und wir überwachen, dass die Coaches da keinen Quatsch machen. Das ist Ehrenamt oder ist das... Die kriegen Geld, die kriegen, das ist ein Beratungsmodell, die kriegen so zwischen 500 und 1000 Euro pro Tag. Also gar nicht so wenig Geld, also 1000 Euro auf die Obergrenze. Und dann gibt es auch einen Rahmen von 38.000 Euro pro Unternehmen. Und wir empfehlen die Coaches in manchen Fällen, wo wir sehen, die brauchen wirklich einen, dann zwingen wir die, also per Vertrag. Ihr Team ist wie groß bei... Kommt gleich dazu. Wir sind 18 Investment Manager. Also schon groß wachsen auch noch weiter. Und zwar habe ich vorhin eine Frage. Sie sagten ja, dass Sie hauptsächlich Unternehmen finanzieren oder fördern, die jünger als ein Jahr sind aber de facto nur 16 von 300. Wie sieht denn das dann aus? Gehen Sie auch zu Unternehmen, die jetzt schon, sagen wir mal, so ein Jahr am Markt sind? Und wie lange finanzieren Sie die? Man hat ja auch meistens so eine Lead-Time, eine Time-to-Market, bis man überhaupt sein Produkt so weit entwickelt hat, dass man da überhaupt Gewinne macht. Also Sie sagten, dann 15%. Wir sind 16 von 300, habe ich jetzt nicht verstanden. Haben Sie nicht gesagt, Sie haben 300 Unternehmen gesamt? Wir werden insgesamt, wenn der ganze Fonds investiert ist, 300 finanzieren. Okay. Wir haben jetzt 160. Okay. Ganz gut. Die Frage, wie lange reicht das Geld, also bei welcher Zeitspanne? Wir achten darauf, dass es mindestens ein Jahr reicht, eher 15 bis 18 Monate. Warum? In der Zeit muss das Unternehmen wesentlich zwei Dinge hinkriegen. Also entweder Break-Even laufen, was in fünf Fällen bisher passiert ist, also aus sich selber heraus genug Geld verdienen, oder aber dann operative Erfolge erzielen, die das Unternehmen in die Lage versetzen, Investoren zu gewinnen. Investorengewinnung rechnen wir 6 bis eher 9 Monate und dann bleibt nicht mehr sehr viel Zeit, um echte operative Erfolge zu erzielen. Das heißt, wir achten eben drauf, und deswegen ist dieser Punkt sehr wichtig, dass das Unternehmen genug Zeit hat, Erfolge zu generieren und Investoren zu gewinnen. Und unter 12 Monate ist echt kritisch. Jo, also die Insolvenzen. Wichtige Message hier, Geld ist nicht der Engpass. Der Engpass in der Tat ist das Team. Und wenn wir mal eine Reihe von Frühindikatoren gesammelt, die wir aus unserem Portfolio gesehen haben, Frühindikatoren, die darauf hinweisen, dass mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine Krise eintreten wird. Und der schlimmste Frühindikator ist, wenn das Management Geld aus dem Unternehmen zieht. Über Wodka-Geschichten, aber auch über, ich verkaufe dem Unternehmen eine Maschine, die ich aber schon lange habe und will dann dafür 40.000 Euro haben. Oder über falsche Spesenabrechnungen, komische Boni-Tricksereien. Wenn ein Geschäftsführer das macht, dann wissen wir mit einer nahezu 100%igen Wahrscheinlichkeit, dass das Vorhaben des Unternehmens nicht klappen wird, sondern mit einer 95% Wahrscheinlichkeit wird das Unternehmen automatisch in die Krise bringen. Warum? Weil der Unternehmer zieht sein Selbstbewusstsein, sein Erfolgsgefühl nicht aus dem operativen Erfolg, sondern aus dem Geld, was er sich halt aus dem Unternehmen zieht. Und er kümmert sich nicht wirklich, also ihm ist das Unternehmen nicht wichtig, ihm liegt das Unternehmen nicht am Herzen, sondern ihm liegt das Geld, was er eben kurzfristig für sich rauszieht, am Herzen. Monatliches Reporting fehlt, zu spät oder inkorrekt. Wir wollen von unseren Geschäftsführern der Profundunternehmen monatliches Reporting haben. Es ist nicht kompliziert, es dauert eine Stunde oder weniger. Da wollen wir Zahlen haben, Textteile. Das ist für Techniker manchmal nicht so schwierig, das kann man aber echt schnell lernen, kann auch der Steuerberater machen. Und der Krisenindikator liegt bei 85%. Wenn das nicht kommt, falsch ist oder unkorrekt kommt, dann wird das Unternehmen in die Krise geraten. Warum? Ich gebe Ihnen ein Beispiel, das Sie vielleicht kennen. Wenn Sie ein Depot haben, wo die Aktien steigen, schauen Sie dreimal am Tag rein.
wenn sie ein Depot haben, Aktiendepot, und die Aktien fallen, schauen sie einen Monat lang nicht rein. Und das sagen auch viele Leute, oh, ich schaue schon gar nicht mehr hin. Und was ist es? Es ist ein Spiegel, den sie sich vorhalten und wollen sie nicht sehen, weil es bitte hässlich ist. Oder Unternehmen. Und das Reporting, wo sie aufschreiben, was passiert ist, wo Unternehmen steht, ist ein Spiegel, den sich die Geschäftsführer vorhalten. Und wenn sie sich den nicht vorhalten, dann weil das Bild, was sie sehen, sehr hässlich ist. Und das führt dazu, dass sie keinen Partner haben. Das ist ein ganz, ganz enger Link. Keine Webseite, das ist jetzt eine Sache, die nicht so häufig vorkommt. Oder vergleichbares kompliziert zu bringen. Wenn ein Unternehmerteam nicht in der Lage ist, eine Webseite, so eine ganz normale Webseite hier, ich stelle Maschinen her und so zu machen, oder ähnlich komplizierte Projekte, dann funktioniert es nicht als Managementteam. Dann können sie sich nicht einigen, dann sind sie nicht schnell genug und dann kriegen sie Sachen nicht auf die Straße. Und wenn sie sowas nicht auf die Straße kriegen, wie eine Webseite, dann kriegen sie auch das Unternehmen nicht auf die Straße. Viele Prämierungen, Fernseh- und Radioshows. Es gibt ja Businessplan-Wettbewerbe, ganz toll, gehen sie hin, lernen sie viel. Jemand, der auf 3 Businessplan-Wettbewerbe geht und dauernd gewinnt, der hat mit 80% Wahrscheinlichkeit einen Frühindikator, dass er nicht erfolgreich sein wird. Warum? Weil er seinen Selbstbewusstsein Erfolg aus den Prämierungen zieht und da kriegt er 5.000 Euro vielleicht oder 10.000 normalerweise und er kümmert sich eben nicht um sein operatives Geschäft. Wir hatten einen Gründer im Team, der sollte zu uns im Komitee für eine Anschlussfinanzierung präsentieren und dann haben wir ihn gebeten, am Tag vorher, dass wir da nochmal durchgehen durch die Präsentation am Telefon, da haben wir es gar nicht erfahren. Aber konnte er nicht, hat er kurz abgesagt, eine Stunde vorher, weil er auf eine Radiomoderationsshow gegangen ist. Und die Präsentation im Komitee war entsprechend schlecht. Und das Komitee in dem Fall hat entschieden, dass wir dem Unternehmen nur dann nochmal Geld geben, wenn dieser Gründer das Unternehmen verlässt. Was schon sehr hart ist. Und was aber auch am Ende passiert ist und deswegen das Unternehmen auch noch lebt. Aber also, feiern Sie Ihren Erfolg, aber zwei Businessplan-Wettbewerbe und zwei Prämierungen, das reicht dann auch. Also Sie wollen ja ein Unternehmen. Arroganz, ganz wichtiges Thema, passiert natürlich leicht, gerade wenn man dreimal prämiert wurde auf Businessplan-Wettbewerb. Ist deswegen kritisch, weil ich meine, Sie kennen es wahrscheinlich selber, mehr oder weniger, wenn Sie zu arrogant auftreten, dann kriegen Sie keine guten Leute ins Team. Und ohne gute Leute. Ein Team, das ist halt nichts. Natürlich müssen Gründer selbstbewusst sein, das ist ganz wichtig, um auch ihren Weg zu gehen. Aber wenn es eben zu sehr ist, dann klappt es nicht, weil die Leute im Team nicht gut genug sind. Viele interne-externe Streitereien, ein wichtiger Punkt, als praktisches Beispiel, kennt es vielleicht, hätte ich das mal kennengelernt. Ihr kennt es ja, Kino. Mann, ja, Actionfilm, Frau, irgendwie französischer Liebesfilm. Und dann diskutiert man und einigt sich manchmal, also einigt sich da, geht man Actionfilm, nächstes Mal über französischen Liebesfilm. Wenn sie sich nicht mehr einigen, dann wissen die Beziehungsabhängig. Dann wird die Beziehung nicht mehr lange, auf meine Erfahrung. Wenn sich ihre Freundin oder Frau nicht einigen können auf Actionfilm, dann. Und genau das Gleiche ist hier, wenn sich das Gründerteam nicht, also intern mit einem Mitarbeiter streitet, und zwar streitet bis zum Gericht, dann, man streitet sich und einigt sich dann. Ja. Oder externe Lieferanten, da hat man einen Konflikt und diskutiert heiß und sagt, und dann einigt man sich. Wenn man sich nicht einigt, ja, dann blockiert man Kräfte, Kapazitäten, Energie, die dann an der Stelle fehlen, wo sie gebraucht werden, nämlich beim operativen Erfolg des Unternehmens. Für uns ein super relevanter Flügel. Ohne Fluktuation, ganz klar, ja, wenn viele Leute gehen, wenn der Vertriebsleiter geht, dann wissen wir, oh, verkauft sich wahrscheinlich schlecht. Wenn der Entwicklungsleiter geht, dann wissen wir, oh, die Entwicklung ist gescheitert. Ist sehr nah an der Krise dran. Aber auch wenn andere Teams gehen, wenn die Teamassistenten geht, kann man genau verstehen, warum, aber dann ist irgendwas ganz schlecht in der Teamstelle. Große Autos, ja, also nicht kleine Autos, so, boah, ist okay, große Autos. Oder andere Statussymbole, auch hier wieder Selbstbewusstsein wird aus dem Statussymbol gezogen und nicht aus dem operativen Erfolg. Und langsame Geschwindigkeit, klar, wenn man zu langsam ist, dann ja, ist es halt zu spät. ja, weil irgendein anderes ist schneller und dann ist die Chance vorbei.
Es gibt also alles irgendwie begrenzte Fenster, die unterschiedlich lang sind. Und da gibt es also nichts von Österreich, dann die, also von unten der Weinbergstadt besuchen und sagen, also mit zwei gehen da rein und der eine kommt mit einem Eimer und der andere hat nichts gefunden und so. Und also das sind die Erweiterungen, vielleicht war es auch also nicht unbedingt Österreich. Und dann irgendwann so, guck mal da und so, und dann findet er auch keine und dann kommt er zurück und sagt, oh, kaum habe ich eine Schnecke gesehen, husch, husch, war sie weg. Und so ist halt auch mit Marktchancen, husch, husch, sind sie halt weg. Ja, wesentliche Ergebnisse, was haben wir geschafft in 4 Jahren? Wir haben 162 Investments gemacht, wir haben 111 Fällen andere Investoren überzeugt, können in unser Portfolio zu investieren, haben dabei 141 Millionen eingesammelt. In unser Portfolio, in unsere Portfoliounternehmen, nicht in den Fonds, in die Unternehmen von anderen Investoren. Und wer gut rechnen kann, kann rechnen, 62 durch im Schnitt 500, wir haben selber 80 Millionen ausgegeben und 140 Millionen, 180 Millionen mobilisiert. Von den 141 Millionen sind 71% privates Geld. Wir schaffen die Brücke vom öffentlichen ins private Geld. Davon viele 61% VCs. 18% Business Angels, Privatpersonen, die mal so 100, 200, 500.000 investieren, alles Männer. Wir haben eine Datenbank, 144 solche Leute, die über 100.000 investieren können, keine Frau dabei. 21% strategische Investoren, also BASF und Telekom. Wir haben 4 Exits, 4 Unternehmen verkauft, 2 davon profitabel. Im profitableren von den beiden haben wir 8,9 Mal unser Geld bekommen. Wir haben 2 bis 3 weitere profitable Exits in Verhandlungen, die dieses Jahr noch passieren werden. Da werden wir so das Doppelte, ein bisschen mehr wieder kriegen. Immerhin in der Zeit, wo es sehr schwierig ist. 11 Insolvenzen hatte ich schon erwähnt. 50 Management-Positionen hatte ich erwähnt. Wir glauben, dass der ganze Markt sich nachhaltig belebt. Nicht durch uns nur, aber auch durch Herrn Hornberger so, und andere, die auch da neu eingetreten sind in den letzten Jahren. Warum? Weil wir eben sehen, dass es sehr spannende Unternehmen gibt. Die ganze Gründerszene lehnt sich sehr nachhaltig auch, zwar sich kaum tangiert von der aktuellen Wirtschaftskrise, weil die Krise, die in der allgemeinen Wirtschaft ist, die hatten wir in der Gründerphase schon die ganze Zeit, von daher macht es keinen Unterschied. Wir sind sehr viele Partnerschaften eingegangen, das ist uns sehr wichtig, wir wollen anschieben, nicht dominieren, wir wollen andere damit reinholen. Wir haben 35 Papiermillionäre produziert, noch keinen echten Millionär, auch bei dem einen Exit nicht. Und wir haben viel Spaß, ich sage immer, wenn ich eine Frage geht, wir haben viel Spaß, das ist unser Codewort für Arbeit. Und das ist ganz klar, so ein großes Profil macht extrem viel Arbeit, wir kümmern uns sehr intensiv darum, die Unternehmen erfolgreich zu machen. Und mein schönstes Beispiel ist ein Unternehmen, ruft der Geschäftsführer Freitagabend an, vor ungefähr einem Jahr und sagt, am Montag melde ich Insolvenz an. Wir waren eine andere Ansicht. Wir können als also die Verantwortung des Geschäftsführers, wenn er da Fehler macht, macht er sich auch teilweise persönlich haftbar. Wir haben mit dem telefoniert, hat seine Meinung nicht geändert. Und wir sind dann dahin gefahren, am Sonntag, um 6.14 Uhr bin ich in den Zug gestiegen. Da bin ich um 12 Uhr in Osten, irgendwie ganz weit weg im Osten war. Und dann haben wir mit 2 Investoren zusammen einen Workshop gemacht, haben uns eine Bildtour gemacht, ob es wirklich noch eine Chance hat oder nicht. Wir haben dann mündlich mit Komiteevorbehalt und entscheidenden Komitees, wir können das selber nicht machen, 3x 100.000 Euro zugesagt. Und dieses Unternehmen, wir haben investiert und ist dann nicht weitergegangen. Dieses Unternehmen werden wir am Dienstag kommende Woche verkaufen. Und auch ein bisschen Gewinn damit machen, nicht sehr viel, 500.000. Aber wir haben eben nicht alles verloren und wir haben es gezeigt, wenn man sich darum kümmert und genau hinschaut und um 6.14 Uhr am Sonntagmorgen zugeschlagen, man ab und zu auch mal Erfolg hat. Ein Jahr vorher bin ich auch um 6 Uhr zugestiegen und dann ist es pleite gegangen. Ich sage, ich mache das 4 Mal und jedes Mal pleite geht, dann mache ich es nicht mehr. Ja, das ist es. Hier ist das Team. Wir haben im Grunde das Investment-Team strukturiert in 3 Technologiefelder, ein Hardware-Team, Life Science, Biotech. Energie und ein Software-Medienteam. Da ist alles dabei. Leute, die ihr eigenes Unternehmen gegründet haben, Leute, die hier, Frau Fichtner, die hat in Biologie promoviert, ist direkt nach der Promotion zu uns gekommen. Der Heiden hat nach dem Studium ein Unternehmen gegründet, verkauft. Der von Bergmann war als Geschäftsführungsassistent
an einem der größten Exits 2003 beteiligt. Da wurden Unternehmen, das ist ein kleines Unternehmen, an den Nasdaq notiertes Unternehmen verkauft für 35 Millionen Dollar, was damals echt ein großer Exit war. Ja, viele andere auch. Frau Schneller hat bei Professor Brandenburg in den MP3-Erfinder gearbeitet, da eine Ausgründung begleitet, war da 3 Jahre in den Startup drin, ist dann zu uns gekommen. Großes Team, wir kümmern uns aktiv und wir suchen auch Investmentmanager, idealerweise im technischen Hintergrund, Software, aktuell Software, aber auch viele andere Technologiefelder. Und wir suchen immer Praktikanten, allerdings mittlerweile lieber länger, also 5 Monate soll schon sein. Und ja, das war's. Heiligung. Da gibt es bestimmt noch eine Menge Fragen. Ja, hallo, Ulrich Atze, Student der Uni Mannheim. Ich habe eine Frage, warum es sich gerade um Hightech-Gründungen handelt, beziehungsweise ob diese Arbeitsgruppe, die Sie zu Beginn erwähnt haben, ob die nicht auch irgendwie einen anderen Gründungsfonds ins Leben gerufen hat. Oder warum sich das gerade so auf Hightech spezialisiert. Bei Hightech ist halt das Risiko am allergrößten. Das heißt, Sie müssen lange entwickeln, um die Technologie hinzubekommen, dann auch noch Produkte und dann auch die Vermarktung. Und da ist das Risiko halt sehr groß, weil halt die Distanz zwischen ich investiere und ich bekomme Geld sehr groß ist. Es dauert halt sehr lange, bis aus einer Technologie wirklich Umsätze, Rückflüsse entstehen. Und die Wahrheit ist schon, dass ein Drittel, vielleicht 40% der Unternehmen am Ende scheitern. Und deswegen trauen sich viele private Investoren, da die allermeisten private Investoren da nicht rein, haben natürlich auch mit dem Platzen der Bubble sehr negative Erfahrungen gemacht. Und es gibt einfach kein Geld. Der Markt versagt an der Stelle und deswegen ist es auch richtig und sinnvoll, dass da öffentliches Geld anfließt. Es gibt für andere Themen auch Gründungsförderprogramme, jetzt nicht so in Form wie uns, aber es gibt für den Kaffee Existenzgründerprogramme für auch Dienstleistungsgeschäfte, wo man auch deutlich weniger Geld braucht, vielleicht 50.000 Euro. Und es gibt eine Reihe von Existenzgründungshilfen. Wir konzentrieren uns eben auf Hightech. Hightech ist deswegen relevant, weil daraus auch wirklich nachhaltig wertvolle, also praktisch teure Arbeitsplätze entstehen können. Wir haben aktuell 1300 Arbeitnehmer im Portfolio und selbst wenn man 40.000 Durchschnittseinkommen zugrunde legen würde, weiß ich jetzt nicht genau, dann reden wir über 1350 Millionen jährliche Gehaltssumme. 30% Steuern sind 15 Millionen, wir haben 80 selber investiert. Das heißt, es ist eine echte Rendite, nur die direkte Lohnsteuer für den öffentlichen Investor. Warum? Weil er nachhaltig viele wertvolle Arbeitsplätze schafft. Müssen wir jetzt so Daimler kaufen. Wie läuft denn dann so ein Exit ab aus Sicht des Unternehmers? Sie sagten ja, Sie steigen aus. Und der Unternehmer sucht dann neue Investoren oder wie läuft das denn weiter? Typischerweise wird das ganze Unternehmen verkauft. Also nicht als Asset-Deal, kann auch sein, aber der ganz normale, typische Exit ist, das ganze Unternehmen wird mit einem Haufen Haaren gekauft. Und in aller Regel bleiben die Unternehmer dann noch 1, 2, 3 Jahre da beim übernehmenden Unternehmen und dann haben sie ein bisschen Geld und haben keine Lust, von irgendjemandem was gesagt zu bekommen und gehen. Auch wieder, das ist so das ist der ganz typische Weg. Es gibt auch einige, die, weil sie so viel Geld haben, den Mut haben, unangenehme Dinge anzusprechen, Risiken einzugehen und dann beim übernommenen Unternehmen sehr erfolgreich werden. Zum Beispiel René Obermann, Chef der Telekom, ist so jemand, der hat ein Unternehmen verkauft, sehr viel Geld verdient und dann mit dieser Freiheit im Rücken und dem Selbstbewusstsein die Karriere bis zum CEO von der Telekom geschafft. Und viele, die dann eben nicht mehr da sind, sind dann Investoren, wenn sie genug Geld verdient haben, investieren in andere kleine Startups oder Gründungen. Wenn jetzt einer von diesen insolvent gegangenen Unternehmen, wenn die nochmal wiederkommen würden, würden sie denen weiterhin Geld geben? Oder also ist bei denen, wo das Management die Ursache war, nicht. Und bei den anderen, wo das Management nicht die Ursache war, möglicherweise schon. Also die pauschale Wahrheit, in Amerika kriegt der gescheiterte Unternehmer immer Geld, und hier nie Geld, das ist Quatsch. Stimmt überhaupt nicht, man muss genau gucken, warum Unternehmen gescheitert sind. Wenn einer in die Kasse gegriffen hat, das Geld verjubelt hat, ja, der soll auch nie wieder Geld kriegen.
kam, wenn einer Pech hatte, weil er halt super hart gekämpft hat und mit seiner Chance, mit seinem Ansatz zu früh war, man erkennt, jetzt entstehen die Märkte dafür, warum nicht? AOL, der Steve Case, AOL kennt man vielleicht noch, ist VC finanziert worden, ist pleite gegangen, der VC hat ihn dann nochmal finanziert und daraus ist dann AOL entstanden. Zu meiner Frage, und zwar sind 11 Insolvenzen und eine aus Grund von mangelnder Marktschutz. Was kann man in solchen Fall tun? Sagen wir mal, man hat eine tolle Idee, aber man fehlt vielleicht das Verkaufs-Know-how oder die Möglichkeit, es in einem Markt aufzubauen. Das ist manchmal eine sehr, sehr große Aufgabe, schwierige Aufgabe. So, Unternehmen, die haben so ein Software-Entwicklungstool entwickelt. Das Tool ist super. Die Leute, die es gekauft haben, sagen, klasse, glaube ich, kann es lernen, nutze es. Und die haben eben im Monat nach 3 Jahren 1.000 Euro Umsatz gemacht. Weil es einfach super schwierig ist, Software-Entwicklungstools zu verkaufen. Weil die Entwickler sind eingefahren, die machen es immer so. Und so ein Tool, auch wenn sie es dann haben, ist super, aber irgendwie geht nicht. Und in dem Fall, was wir versucht haben, die Gründer zu überzeugen, ihr Geschäftsmodell zu ändern in ein Consulting-Geschäft und dieses Tool fürs Consulting einzusetzen und dann irgendwie höhere Tagessätze vielleicht versuchen durchzusetzen oder überhaupt Aufträge zu kriegen. Und am Ende wollten es die Gründer nicht, sondern haben gesagt, ich glaube dran. Und jetzt kann man argumentieren, dass es auch ein Management-Thema vielleicht ist. Aber ist vielleicht sogar auch, vielleicht hätte man es geschafft, wenn man in dem geändert hätte. Und was kann man tun? Versuchen, irgendwie im kleinen Weg neu zu finden. Vielleicht nah dran, wo man das, was man hat, vielleicht schon einsetzen kann. Das Software-Tool setze ich als Consultant ein und erhöhe dann meinen Tagessatz um 20% oder wie will überhaupt machen. Dann hat man genug Erfahrung und ist auch genug für den riesen Stress. Ab 50 sind es oft Verlegenheitsgründungen, Leute, die ihren Job verloren haben, nichts finden und dann eben gründen. Auf der anderen Seite haben wir auch sehr, sehr erfolgreiche ältere Gründer, die sehr, sehr viel Erfahrung mitbringen und da vielleicht im Team auch mit jüngeren übernachten. Aber Mitte 30 ist so das beste Alter. Ein gutes Alter zu gründen ist auch direkt nach der Hochschule, hat man weniger Erfahrung, muss man halt wissen und ein bisschen kompensieren im Team, man hat aber auch nichts zu verlieren. Sie haben eine niedrige Kostenstruktur, kein Haus, keine Frau, Bibliothek, nichts. Nicht so sehr, also so viel Geld. Und wenn sie dann scheitern, dann bewerben sich halt 2 Jahre später und verkaufen nur ganz gute Erfahrungen. Da reduzieren sich die Chancen überhaupt nicht. Also sicher ein gutes Fenster, das zu vermitteln.